Hallo, geht los schon. Weiter machen wir. Und zwar, ich verfolge hier gerade noch den Chat. Eben gerade haben wir es geschafft, FTL durchzuspielen. Ich bin noch ein bisschen durch den Wind. Aber ich habe was mitgebracht für den Fall, dass wir noch Zeit haben. Und die haben wir. Und ich habe Fate Hunters ausgepackt. So sieht das aus. Es kam diesen Monat raus. Und das werden wir gleich mal eine Runde anzocken. Ist so ein bisschen ein Kartending. Bis gleich. Gerade nicht. Aber war doch auch mal schön. Fate Hunters. Wollen wir uns mal den Spielbildschirm angucken? Der sieht ganz besonders aus, finde ich. Sieht aus wie ein interessant gemaltes Bildchen. Und dann klicken wir gleich mal auf Start und starten das Ganze. Ja, da haben wir es. Gehen auf Spielen. Zack. Und ihr seht, ich zeige euch jetzt dieses kleine Kartenspielchen. Ist ganz interessant. Wir drücken auf Start. Oder wählen wir einen anderen Typen aus. Ja, guckt euch die mal an. Je nachdem, wen ihr auswählt. Wahrscheinlich andere Karten. Und die haben auch alle spezielle Effekte. Das Ding ist, dass ich nur leider natürlich diese ganzen Effekte noch nicht sagen, da ihr sie noch nicht in Aktion gesehen habt und sie dementsprechend noch nicht richtig einschätzen könnt. Aber wir nehmen jetzt hier den ersten Typen, mit dem habe ich nämlich auch schon mal geübt. Und das letzte Wort, das ist eine Spezialkarte, die er auch hat. Starten wir, ja? Das ist unsere Sammlung. Und da würde ich jetzt von absehen, das im Einzelnen einmal durchzugehen. Ich kann es nämlich selber fast gar nicht lesen, so klein ist das geschrieben. Aber wir starten das mal. Ich meine, die Basis kennt ihr ja. Die ist im Grunde immer gleich bei diesen interessanten Kärtchenspielen. Das hier ist ganz lustig, weil man kämpft nicht gegen einen Gegner die ganze Zeit, sondern immer wieder gegen zwei Monster oder drei oder vier. Und wenn die weg sind, kommt die nächste Runde von Monstern. Pass mal auf, ich zeige euch, wie das geht. Wir haben jetzt diese zwei Typen hier, gegen die müssen wir battlen. Und wenn wir die weg haben, kommt die nächste Runde. Und dann kommt auch eine Übersichtskarte, die zeige ich euch dann. Die ist nämlich noch mega hübsch. Kann ich die jetzt schon? Nee, ich kann die jetzt noch nicht. Noch nicht rausholen. Pass auf, ich battle die mal weg. Alles, was wir machen müssen, ist die zu töten. Und das sind Standard Trading Card Game Regeln. Das heißt, der Typ hat hier 2 Angriff und 3 Lebensenergie. Der hier 2 Angriff und 7. Die müssen wir runterkloppen. Dazu haben wir, füge einer Kreatur 1 Schaden zu. Reduziere den Angriff gegen alle Kreaturen um 1. Sieh dir die 2 obersten Karten deines Ziehstapels an. Ziehe eine davon und lege die andere oben auf dein Deck. Und hier nochmal Schaden machen. Und wir müssen immer alle Karten spielen, weil danach verlieren wir alle. Also, passt auf. Ich mache erstmal den Gürtel. Welche davon? Eine legen wir oben wieder aufs Deck, die andere nehmen wir in die Hand. Wir nehmen natürlich die Lichtlanze mit 2 Schaden. Erst rein. Und wir können dann direkt schon den ersten Typen rausholen. 2 Schaden auf den. Und noch einen. Den hätten wir raus. Jetzt müssen wir 7 Schaden noch machen, sonst greift er uns an. 18 Energie haben wir aber noch. So schlimm wäre das jetzt nicht. Wie kriegen wir 7 Schaden hin? Ich glaube gar nicht. Die Fackel brauchen wir überhaupt nicht. Wir machen jetzt so viel Schaden es geht auf den. Das sind insgesamt 3. Aber das war's dann. Zug beenden. Kriegen 2 Schaden und eine neue Hand. Und das ist so ein bisschen das Besondere, dass man jedes Mal eine neue Hand kriegt. Man versucht immer seine ganze Hand zu spielen und möglichst schnell die Leute auszuschalten, um in die nächste Runde zu kommen gegen neue Gegner. Und zwischendurch kriegt man natürlich neue Karten und den ganzen Kram. Stelle einen Trefferpunkt wieder her, füge einer Kreatur 2 Schaden zu, stelle 5 TP wieder her, sieh dir 2 obersten Karten an, den Gürtel, den haben wir eben gespielt. Und das können wir gerne nochmal machen. Ja, ist egal, was wir nehmen. Und wir machen den jetzt platt. Und zwar erstmal 2 Schaden auf den. Und bevor wir den niederstrecken, er hat ja nur noch 2, die beiden Karten hier würden reichen, heilen wir uns nochmal. Töten ihn. Aha, siehst du? Und dann kann ich hier raufklicken und dann aufleveln. Und dann seht ihr hier, müsst ihr euch die genau angucken. Entweder Auslöschung. Verbanne eine Nicht-Boss-Kreatur. Du verlierst Trefferpunkte gleich dem Angriff dieser Kreatur. Oder Engelslied. Reduziere den Angriff auf alle Nicht-Boss-Kreaturen um 1. Das letzte Wort, stelle 2 TP wieder her. Das letzte Wort ist eine Spezialfähigkeit. Das bedeutet, dass wenn das die letzte Karte ist, die man spielt, dann zieht dieser Effekt. Heiliges Feuer.
Füge einer Kreatur 3 Schaden zu. Wenn du diese Runde 4 oder mehr Trefferpunkte wiederherstellst, fügst du die nächste Runde, die du diese Runde spielst, doppelt Schaden zu. Okay. Das ist gar nicht schlecht, oder? Aber 4 Trefferpunkte herstellen, das ist schon... Da gibt's nicht, da habe ich noch nicht so viele Karten. Ich nehme die trotzdem mal, die klingt gut. Alles klar, und dann gehen wir in den nächsten Raum. Also wir schreien dieses Portal und es geht weiter. So, dann haben wir hier... guck mal. Der ist schnell. Das bedeutet, er greift sofort an, vor dem Spieler. Dann haben wir hier mit kritischen Treffern. Er steht ja auch an der... Ja, steht ja. 25% Chance, doppelten Schaden zuzufügen. Unten steht nochmal ein Goblin hier. Wir haben 2 Schaden machen. 2 Schaden machen und eine Karte ziehen. Angriffe gegen Kreaturen um 1 reduzieren. Schaden machen ein und nochmal Schaden machen ein. Das wird wieder nicht reichen für alle. Wir fangen an hiermit. Mit der Lichtlanze. Und zwar auf den... Wie viel Schaden können wir machen? 1, 2, 4 und nochmal 2. Guck mal, dann machen wir... Nee, das Klügste ist eigentlich erstmal den wegzumachen. Und dann können wir dem 2 Schaden zufügen. Warte mal, der hat kritischer Treffer. Vielleicht schaffen wir es, wenn wir die 25% Chance ziehen. Leider nicht. Deswegen nehmen wir die. Ziehen dazu noch eine Karte. Wunderbar. Und jetzt ist es nur noch der Typ. Und füge einer Kreatur 3 Schaden zu, wenn du diese Runde 4 oder mehr trägst. Das ist die, die wir gerade gezogen haben. Und 3 Schaden ist genau, was wir brauchen. Ohne Schaden zu kriegen. Oder naja, 1 Schaden ganz am Anfang. Drück auf eine Karte, um sie in deinen Ablagestempel zu legen. Du kannst eine beliebige Anzahl von Karten oder auch keine Karte dorthin legen. Die hier. So. Nächster Raum. Nächster Raum. Anzeigen, was? Nächster Raum. Jetzt geht's. Okay. Es wird ein bisschen schwieriger. Wir haben 4 Achter hier. Ein Ohrkrieger mit Ausdauer. Kann nicht betäubt werden. Angriff kann nicht reduziert werden. Und wir haben den Skelettkrieger. Der kann nichts. Eine 3-3-Kreatur. Wir können Schaden machen. Hier jeweils einen, da einen und da einen. Dann haben wir wieder den Gürtel, der uns eine Karte ziehen lässt. Gar nicht schlecht. Hier 3 Schaden machen. Nehmen wir direkt wieder. Das ist das heilige Feuer. Haben wir eben schon gespielt. 3 Schaden ist super. Und was haben wir noch? Heilende Kräuter. Ja, gut, die spielen wir alle aus. Als erstes Skelettkrieger wegmachen, Trefferpunkt wiederherstellen, Schaden, Schaden, Schaden. Nächster Zug. Jetzt kriegen wir leider 4, aber uns bleibt nichts anderes übrig. Wir haben ein bisschen Pech. Kriegen komplett neue Hand. Ein Schaden, 2 Schaden. Wie viel brauchen wir? 5. Und nochmal 2, da haben wir sie ja. Da haben wir die 5 Schaden. Dürfen wir sogar noch eine Karte ziehen hier. Zack, haben wir weg. Trophäen. Drücke auf eine Karte, um sie in einen Ablagestempel zu legen. Okay. Oh, guck mal, die ist blau. Die nehmen wir mit. Die überspringen wir. Dann gucken wir hier rein. Aufleveln. Bringe eine Nicht-Boss-Kreatur zum Schweigen. Das letzte Wort. Verbanne eine Nicht-Boss-Kreatur. Schweigen hebt alle Fähigkeiten der Kreatur auf. Und Verbannen bringt eine Kreatur zum Schweigen und tötet sie. Das ist aber fies. Zorn Gottes, 3 Schaden zufügen. Und das letzte Wort. Füge allen Kreaturen 3 Schaden zu. Und dem Helden. Nee, und deinem Helden. Eieiei. Zorn Gottes. Ha. Ritus der Reinigung. Füge einer Kreatur 3 Schaden zu, wirf die obersten 2 Karten ab von deinem Zielstapel. Das letzte Wort, wirf 2 zusätzliche Karten von deinem Zielstapel ab. Ja, also ihr merkt schon, ihr müsst natürlich dann, wenn ihr es jetzt neu anfangt, erstmal reinkommen. Erstmal wissen, was ist das letzte Wort, aber das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Dann haben wir hier eine Karte mit 3 Fähigkeiten. Das Spiel heißt übrigens Fate Hunters, wird gerade wieder im Chat gefragt. Und
fand eigentlich das ganz interessant. Nächster Raum, ja? Ein Zombie und ein Goblin-Ritter. Ein Goblin-Ritter mit 2,7. Meine Güte, was ist das für ein Goblin? Mit 2,7. 2,7. Ein Zombie mit 1,4. Ja, klar, der hat ja auch die Hände hinten zusammengebunden. Natürlich hat er nur einen Angriff. Na gut, schauen wir mal hier. Einen Trefferpunkt wiederherstellen. Heiliges Feuer kennen wir. Das war diese 3-Schadensgeschichte. Und ein Gürtel, das kennen wir auch. Das spielen wir am Anfang immer gerne aus, weil dann kriegen wir nochmal eine schöne Karte. Jetzt kriegen wir genau das Ding, was wir uns gerade ausgesucht haben. Aber wir wollen ja die Kreatur verbannen. Und verbannen tun wir sie nur, wenn wir das letzte Wort haben. Vorher ist es nur Schweigen. Schweigen bringt uns nichts. Ich glaube aber, dass wir es schaffen könnten, das letzte Wort zu haben. Ja, wir machen, wir probieren das mal. Und zwar so, indem wir... indem wir erstmal, also wir stellen erstmal diesen einen Trefferpunkt wieder her, versuchen unsere Hand leer zu spielen, indem wir den töten, dem einen Schaden geben, dann ist die Hand leer und dann haben wir das letzte Wort und die Kreatur ist verbannt und wir haben es geschafft. War das nachvollziehbar? Dadurch, dass wir die als letzte Karte gespielt haben, kam dieser Effekt zu tragen. Feuertrank, einmal verwendbar, füge einer Kreatur 2 Schaden, den benachbarten Kreaturen 1 Schaden zu. Der ist aber ganz nett. Nächster Raum. Starke Kreaturen, gute Beute. Mittelstarke Kreaturen, gewöhnliche Beute. Okay, gehen wir erstmal auf mittelstark. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Wir ziehen wieder 5 Karten. Das hier ist 2 Schaden und Karte ziehen. Das hier ist wieder die Fackel, die den Angriff reduziert. Das brauchen wir wahrscheinlich, weil wir müssen 11 Schaden austeilen, um die zu besiegen hier. 5 plus 4 plus 2. Stärksten Angriff hat der 5er-Typ hier natürlich. Um den müssen wir uns nicht kümmern, weil wir spielen die Fackel. Nee. Bin ich auch eine Kreatur? Ich weiß nicht. Wir spielen die gleich mal am Ende, um zu gucken, ob das auch den Schaden von den Viechern reduziert. Das weiß ich jetzt gar nicht. Also vielleicht sollten wir doch den... also ich mache, weil der macht 3 Schaden. Komm, pass auf. Wir machen das so. Erstmal den Typen weg. Mit dem Schwert. Das war unsere beste Karte, die wir hatten. Jetzt sollten wir eigentlich... ah ne, nächste Runde dürfen wir einen weniger ziehen. Dann kümmern wir uns um... ah, der hat kritischen Treffer. Das ist potenziell gefährlich. Kriegen wir 4 Schaden noch raus? Das Problem ist, wenn wir jetzt keine Schadenskarte... wir spekulieren drauf. Wir machen es einfach. Ja, Glück gehabt. So. Und jetzt die Frage, kriege ich auch weniger Schaden, wenn ich den Schaden hier reduziere? Weil es steht ja eigentlich auf der Karte, nur der Angriff gegen alle Kreaturen wird reduziert. Aber wie man sieht, reduziert er auch den Angriff der Kreaturen. Das ist irgendwie, zumindest für mich, missverständlich formuliert. So, dann den Typen noch ausschalten. Ist egal, was wir nehmen, weil das Ding ist gelutscht. Der Drops. Wupp. Drücke auf eine Karte, um sie in deinen Ablagestempel zu legen. Ja, das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Ah, Schatz 5 ist auch gut. Die kriegt am Ende, glaube ich, denn... ihr geht da irgendwann drauf. Ist ja schon... geht nicht unendlich. Und da könnt ihr Schätze mitnehmen. So ein Äquivalent zu Punkten, die man hier sammeln kann. Eine Heilsalbe. Und das ist gar nicht schlecht. Weil das hat hier diesen Side-Effekt. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Schicke alle Wundenkarten aus deinem Deck ins Exil. Wundenkarten haben wir jetzt noch nicht gekriegt, aber die kriegen wir später. Ist auch nichts Neues. Wunden gibt es auch in anderen Spielen. Und hier sind das auch negative Effekte. Und die wollen wir natürlich nicht unbedingt haben. Deswegen gehen wir mal in den nächsten Raum und nehmen die Heilsalbe mit. So. Looney Cloud ist verwirrt. Muss ich ehrlich zugeben, bin ich auch wieder in dem Spiel.
Ich habe es noch nicht hundertprozentig durchschaut. Ich habe 2 Runden damit gespielt, bin jetzt also noch kein Mega-Experte, aber ich fand es zumindest zeigenswert. Guck mal, wenn wir jetzt hier 4-mal einen Schaden machen, dann den Feuertrank, einmal verwendbar, füge einer Kreatur 2 Schaden, den benachbarten Kreaturen 1 Schaden, bringt also gar nichts. Der hier hat 3,12. Das ist ein Formwandler. Verwandle diese Kreatur am Ende des Zuges in eine zufällige andere Kreatur. Ach, das wird bestimmt witzig. Pass auf, ich werde jetzt alles auf diesen Typen schmeißen, mir bleibt nichts anderes übrig. Das ist jetzt wirklich ein No-Brainer. Dass ich hier immer 2-mal raufklicken muss. Und dann haben wir Schaden gekriegt, den können wir aber vielleicht... Nee. Doch hier, ein Trefferpunkt wiederhergestellt. Dann ziehen wir noch eine Karte, machen alle Schaden, die wir haben. Und dann haben wir die gleiche Situation, die wir vorhin hatten hier. Mit dieser Karte haben wir das letzte Wort und dann wird diese Kreatur verbannt und der Drops ist schon wieder gelutscht. Deckbuilding mit Roguelite-Elementen, sagt Stinny. Ja, so ein bisschen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich nicht ganz verstehe, was jetzt Trophäen sind und was das Aufsteigen ist. Hier steht ja, drücke auf eine Karte, um sie in den Ablagestempel zu legen. Aber was es für mich als Spieler bedeutet, eine Karte in den Ablagestempel zu legen, das hat das Spiel leider versäumt, dem Spieler zu erklären. Deswegen habe ich jetzt leichte Verwirrung und weiß nicht, nehme ich jetzt diese Karten aus meinem Deck und lege sie auf den Ablagestempel, weil ich damit rechne, dass ich sie nicht brauche, weil es doofe Karten sind. Oder bekomme ich hier neue Karten? Aber wieso wandern sie in meinen Ablagestempel-Stapel? Der ist ja bekanntlich so eine Art Friedhof. Das habe ich leider noch nicht ganz durchschaut. Und da gab es leider auch noch keine Möglichkeit, das mal rauszufinden. Hier so einen schönen blauen, ne? Kirotina weiß genau, was ich meine und sagt dann, ich denke, die gehen dann für die nächste Runde in dein Deck. Ja, das ist das Problem. Man denkt es nur. Man denkt so einiges, aber man weiß nicht so ganz genau. Das Spiel verrät es einem nicht. Das ist mein Problem damit. Und es gibt auch keine Animation, die einem irgendwie zeigt, als würde der Ablagestempel wieder ins Deck gehen. Denn wenn du gleich mal drauf achtest, bleibt dieser Ablagestempel bestehen. Na, der Ablagestempel hier, da verändert sich nichts. Guck mal, was ist? Böse Musik. Oioioi, 2,23. Wir kämpfen gegen einen Kessel. Beschwöre am Anfang des Zuges 2 zufällige Kreaturen herauf. Willst du mich? Am Anfang des Zuges? Jeden Zug? Okay, den Typen wieder und ein kleiner Goblin. Wir haben die Geschichte. Heiliges Feuer, 1 Schaden, 5 Schaden. Und 2 Schaden. Jetzt bräuchten wir diese Exilkarte, ne? Also wir heilen uns erstmal. Dann machen wir 5... Füge einer Kreatur 3 Schaden hinzu, wenn du dieser Runde 4 oder mehr TP wiederherstellst, fügst du die nächste Karte, die du dieser Runde spielen... Dieser Satz. Wenn du diese Runde 4 oder mehr Trefferpunkte wiederherstellst, fügt... Da fehlt ein Komma, deswegen. Fügt die nächste Karte, da fehlt wieder ein Komma, die du diese Runde spielst, und noch ein Komma fehlt, doppelten Schaden zu, oder? Nee, da fehlte keins. Aber, ne? Es wäre einfacher, wenn die Satzzeichen da wären. Jetzt. Okay, wir machen hier diese 3 Schaden erstmal auf den Typen, dann ist der weg. Dann können wir die 5 Schaden auf den machen, weil der macht potenziell 2. Genauso könnte ich die auch hier drauf machen, was nicht blöd wäre. Aber dann würde der hier noch stehen. Und wir wollen ja den Schaden reduzieren. Ich will jetzt nicht hier noch einen stehen haben. Wir machen das so. Und dann so. Und dann so. Und dann haben wir ihm wenigstens ein bisschen was abgezogen, haben unsere Hand leer gespielt. Effektiver können wir nicht sein, oder? Oh nein, Regeneration. Regeneration bedeutet, stelle am Ende des Zuges des Spielers alle Trefferpunkte wieder her. Stelle am Ende des Zuges des Spielers alle Trefferpunkte wieder her. Ja, okay, das ist aber ganz schön hart.
muss ich sie verbannen, oder? Ha. Guck mal, da haben wir sie, die reinigende Flamme. Kriegen wir alle Karten? Wenn wir alle Karten gespielt kriegen, dann haben wir den Kessel mit der reinigenden Flamme erledigt. Aber ist das eine Boss-Kreatur? Es ist eine Boss-Kreatur. Verdammt, das funktioniert nicht mit Boss-Kreaturen. Aber ich habe eine Idee. Erstmal Trefferpunkte wiederherstellen. Dann, also die regenerieren sich eh, deswegen würde ich jetzt alles auf diesen Typen machen. Alles auf den Typen, nochmal alles auf den Typen, dann haben wir das letzte Wort und wir verbannen eine Nicht-Boss-Kreatur, das wäre diese. Ich würde es gerne mal ausprobieren, was passiert, aber ich habe Angst, dass ich die Karte verliere. Also verbannen wir die. So. Zwei Schaden hier, ein Schaden da, ein Schaden da und das ist unser Gürtel. Dann haben wir hier immer noch den Kessel und jetzt sind es drei, weil wir einen Zombie übergelassen haben. Und es ist ein neuer Zombie gekommen und ein Goblin. Okay, als erstes mal neue Karten ziehen. Betäube alle Kreaturen. Das machen wir mal. Also, ich kann vier Schaden austeilen. Das wäre ein Drittel der verbleibenden Energie des Bosses. Oder ein Goblin. Hm. Na ja, komm, wir probieren es mal. Wir nehmen den Goblin raus. Und dann gebe ich den restlichen Schaden auf den Typen. Einmal alle Kreaturen betäuben. Zug beenden. Ich hoffe, jetzt können die nichts machen. Wirklich, sehr gut. Plan funktioniert. Noch mehr von denen. Und jetzt versuche ich den zu nuken. Wir müssen den Kessel nuken. Wir können hier schon mal fünf machen. Dann sind nur noch vier übrig. Zwei kriegen wir hier abgezogen. Und hier können wir noch eine ziehen. Also erstmal TP wiederherstellen. Wenn wir jetzt eine 2-Schadenskarte kriegen, dann haben wir gewonnen. Zumindest haben wir den Boss erledigt. Da ist sie, die 2-Schadenskarte. Also, 5, 2. Ah, da kommt sogar noch eine. Und der Kessel ist gelaufen. Jetzt müssen wir die aber noch ausschalten, ne? Okay, 4 Karten ziehen wir, weil wir dieses doofe Schwert gespielt haben mit den 5 Schaden. Dann dürfen wir mal eine weniger. Füge einer Kreatur 3 Schaden zu. Das ist wieder die reinigende Flamme, wo wir jemanden verbannen können. Aber da müssen wir das letzte Wort hinkriegen. Das schaffen wir aber. Und zwar, indem wir versuchen, kritischen Treffer auf einen Zombie zu... Ich verstehe nicht ganz. Ich meine, die Regeneration, die wird wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn sie vorher tot sind, oder? So geht das, ne? Naja, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Leider kein kritischer Treffer. Das ist natürlich unglücklich. Dann würde ich sagen, gehen wir hier den aussortieren. Gucken gleich mal, ob die wirklich, wie das mit der Regeneration funktioniert. Wobei hier steht ja, alle Trefferpunkte werden wiederhergestellt. Okay. Und jetzt verbannen wir den Typen. Ja, es werden alle wiederhergestellt, okay. Aber Verbannung hat funktioniert. Und das ist eigentlich genug Schaden, um die... Oder? Ich probier's mal. Also... Komm her. Hey. Den raus. Ja, wenn man sie tötet, können sie nicht mehr regenerieren. Gut. Dann das... Wir haben eine Boss-Kreatur erledigt und können jetzt Trophäen bekommen. Auch nicht schlecht. Ja, ja. Ein Spiegel, einmal verwendbar. Guck mal, der hat eine gelbe Umrandung.
Weiß ich leider. Gabe. Naja. Wäre schon gut zu wissen, ob Gabe gut oder nicht so gut ist, von der Seltenheit her. Weiß ich in diesem Moment nicht. Einmal verwendbar, wähle eine Karte von der Hand und füge eine Kopie davon hinzu. Füge einer Kreatur 3 Schaden zu, wenn dein Deck 20 oder weniger Karten hat. Ziehe eine Karte. Schatz 5, füge einer Kreatur 1-2 Schaden zu. Stelle 2 Trefferpunkte wieder her. Ah, ja. Pass auf, ich nehme die. Und weiter. Nächster Raum, ha? Huh? Und Gabe ist schon immer legendary, sagt der Horsch. Ja, wenn du das sagst. Ich würde sagen, wir machen den nächsten Raum, oder? Mir fällt kein einziges Spiel ein, wo Gabe legendary ist. Es ist dann eher orange bei den Spielen, die mir einfallen. Klar, ist ähnlich. Aber die Frage ist halt, sicher kannst du einfach das behaupten, aber zu 100% weißt du es nicht, wenn du es von dem Spiel nirgendwo einmal explizit genau weißt. Ne? Sicher können sie es auch verdreht haben. Wir haben hier die internationale Rarity-Farbgebung von grün bis lila, orange, aber ich würde jetzt kein Geld drauf wetten, auch wenn es sehr wahrscheinlich ist, dass das hier genauso ist. Ah, also ihr könnt eine Karte raussuchen. Eine ins Exil. Leben wird vollständig. Kosten 2 SP. SP, was ist das? SP. Kosten 3 SP. Schicksalspunkte wahrscheinlich, ne? Aber damit hat man ja noch gar nichts zu tun gehabt. Hier steht's ja, Schicksalspunkte, SP, okay. Ich habe die ganze Zeit hier geguckt, ob ich das hier irgendwo finde. Nee, wir kriegen gerade die Schicksalspunkte vorgestellt. Wir wissen aber auch schon wieder nicht so ganz genau, was das ist. Leben wird vollständig wiederhergestellt, finde ich ganz interessant. Die sind alle mega gut. Die sind wirklich alle ziemlich gut. Ich würde aber diese vollständige Heilung mal mitnehmen. Die finde ich irgendwie ganz gut. Wähle eine, das ist auch nicht schlecht, eine passive Fähigkeit mitnehmen. Wollen wir das mal machen, um zu gucken, was dann passiert? Da kommt nämlich hier noch eine Auswahlmöglichkeit. Der Magier. Am Anfang des Zuges eine weitere Karte ziehen, 5 zufällige Karten aus deinem Deck ins Exil schicken, wenn du diese Karte erhältst. Welche? Die ich am Anfang extra ausgewählt habe oder diese hier? Naja, der Teufel, ziehe 2 Karten. Wenn du eine Fluchkarte spielst, füge deinem Deck 6 Fluchkarten. Das sind ja passive Fähigkeiten und keine Karten, oder? Das ist jetzt nur als Karte präsentiert, aber ich glaube nicht, dass diese Karte, auch wenn sie so aussieht, in mein Deck wandert. Das ist, glaube ich, eher so eine passive Sache, ne? Ziehe 2 Karten, wenn du eine Fluchkarte spielst. Füge deinem Deck 6 Fluchkarten hinzu. Wenn der Effekt deiner Karte einen Schaden zufügt, füge einer zufälligen Kreatur 2 Schaden zu. Das ist natürlich interessant. Ich kann 6 böse Karten in mein Deck tun, diese Fluchkarten. Aber wenn ich die ziehe, kriege ich einen positiven Effekt. Das ist schon tricky. Aber ich würde sagen, wir machen das hier. Sehr gut. Oh, geht schon los? Wer bist du denn? Ach so, nee, das ist die Wahrsagerin. Die scheint freundlich zu sein und hat uns gerade diese Karte beschafft. Level abgeschlossen. Wir haben 0 Gold. Und ein Fluch. Nee, Flucht. Haha. Nee, fliehen tun wir nicht. Weitergehen. Setze das Abenteuer fort und erhöhe den Goldmultiplikator. Machen wir natürlich, oder? So. Ein 2-13er. Kurz aufleveln. Nemesis. Füge einer zufälligen Kreatur x mal 3 Schaden zu, wobei x die Anzahl an Trefferpunkten ist, die du diesen Zug verloren hast. Okay.
Ich hänge nur gerade, weil ich finde es auch schon wieder unglücklich formuliert, da nicht genau klar ist, wann der Zug beginnt und wann er beendet. Weil es gibt bei Kartenspielen immer verschiedene Begriffe. Es gibt Züge, es gibt Runden und so weiter. Und das sind alles unterschiedliche Dinge. Und leider ist es nicht zu 100% nachvollziehbar, was die Karte genau bringt. Dazu müsste man tiefer drin stecken. Aber das ist ja auch klar. Nur, deswegen hänge ich manchmal, weil es nicht ganz eindeutig ist manchmal. Reduziere den Angriff auf alle Nicht-Boss-Kreaturen um 1. Das letzte Wort stelle 2 Trefferpunkte wieder her. Füge einer Kreatur mit 2 oder weniger Angriff 7 Schaden zu. Die nehmen wir. Und jetzt battlen wir den Wächter. 2 Schaden hier, 3 Schaden hier. Eine Kopie machen, wunderschön. Das ist eine echt gute. 3 Schaden. Wenn mein Deck 20 oder weniger Karten erhält, ziehe eine Karte. Die Frage ist jetzt, wie viele Karten enthält denn mein Deck? Wie kann ich das rausfinden? Und gibt es einen Unterschied zwischen Ziehstapel und Deck? Das sind alles so kleine Kleinigkeiten, die man eigentlich genau wissen müsste, um ganz, ganz richtige Entscheidungen zu treffen. Füge einer Kreatur 3 Schaden zu. Wenn dein Deck 20 oder weniger Karten erhält, ziehe eine Karte. Füge 1 Schaden zu. Ja, wir ballern die Schaden raus und gucken, wie weit wir kommen. Hier mit dem kritischen, vielleicht machen wir 4 draus. Nee. Nee. Dann probieren wir mal den Bogen hier. Wie mache ich das? Spiegel. Den Bogen klonen. Habe ich den 2-mal. Wunderbar. Dann spielen wir. Nee, wir spielen erst den Bogen. Nochmal den Bogen. Wieso nicht? Beschränkt. Das wusste ich nicht. Das war ja dumm. Dann war das die einzige Karte, die ich nicht hätte klonen sollen. Scheiße. Egal. Die kann ich jetzt nicht mehr spielen. Das ist ärgerlich. Beschränkt ist sie. Zu beenden. Ich glaube, den können wir jetzt einfach wegnuken. 2 Schaden hierauf. Und 1 Schaden. Nächster Raum. Oh, die ist hübsch. Füge einer zufälligen Kreatur 3 Schaden zu und sie ist bezaubert. Bezaubert bedeutet, wenn du diese Karte in deinem Spielzug abwirfst, wende ihren Effekt an. Es funktioniert nicht, wenn du eine Karte am Ende deines Zuges abwirfst. Okay. Heiltrank, einmal verwendbar, stelle 5 Trefferpunkte wieder her. Füge einer zufälligen Kreatur 3 Schaden zu. Die nehmen wir und den nehmen wir auch. Nächster Raum. Oh, die sind schnell. 2 Schaden von den Hunden. Er hier hat ein Spezialschild. Ignoriere den ersten Schaden gegen eine... Na? Gegen eine Kreatur mit Schild oder den Helden. Okay, der erste Schaden wird ignoriert. Ich würde sagen, wir ballern erst den weg. Das sieht gut aus hier. 1 Schaden. Nee, das sieht doch nicht so gut aus. Also wir heilen uns einmal kurz. Dann haben wir die. Dann machen wir die, also den einen Schaden. Kriegen wir dennoch? Das ist ja, nee, ärgerlich. Ich weiß nicht, wie viele Karten mein Deck hat. Das hatten wir eben schon, deswegen. Ziehstapel. Ablagestapel. Hier sind die passiven Fähigkeiten. Hier ist mein Level. Ich kann hier nirgendwo draufklicken. Das ja, ich habe es gerade gelernt. Oben rechts. Das ist mein Deck. Ah ja, okay. Ich habe nur 16 Karten im Deck. Das heißt, wir haben weniger als 20. Wunderbar. Dann spielen wir die aus. Aber nicht auf den vorher. Ah! Doch, wir machen es trotzdem. Erstmal Schild weg. 3 Schaden drauf. Wir hoffen, dass wir jetzt eine Schadenskarte kriegen. Kriegen wir auch. Die ist natürlich schwierig. Ach nee, mit 2 oder weniger. Die ist aber natürlich ein bisschen Perlen vor die Säue. So machen wir das und haben es. Schatzkiste, einmal verwendbar. Schatz 10, suche 2-mal eine Gegenstandskarte aus.
Ah, okay, hier hätte ich zum Beispiel eine neue Zeile angefangen, weil ich glaube, Schatz 10 und dann suche zweimal eine Gegenstandskarte aus. Schatz aussuchen, einmal verwendbar. Ha, soll ich die mitnehmen? Ja. Ah, so viele. Ich habe das Gefühl, dass wir später Probleme kriegen mit unserer Lebensenergie, weil so langsam werden die immer stärker. Ausdauer und Regeneration. Ausdauer kann nicht betäubt werden, Angriff kann nicht reduziert werden. Angriff reduzieren, haben wir da überhaupt Karten für? Aktuell glaube ich nicht. Goblin-Assassine ist schnell. Immer wenn diese Kreatur angreift, wirf eine Karte aus deiner Hand ab. Okay. Das hat wahrscheinlich später einen Effekt, weil jetzt gerade werfe ich ja eh meine Karten am Ende meines Zuges immer ab. Also habe ich niemals Karten auf der Hand, wenn du angreifst. Und noch ein Goblin. Füge einer zufälligen Kreatur 3 Schaden zu, dann gehen wir doch mal direkt. Was mit bezaubert, wenn du diese Karte in deinem Spielzug abwirfst, wende ihren Effekt an. Es funktioniert nicht, wenn du eine Karte am Ende deines Zuges abwirfst. Ja, das muss ich zugeben, raff ich nicht ganz. Ich spiele diese Karte. Dann probieren wir den Typen mit zack, zack zu erledigen. Und dann noch darauf. Und dann kriegen wir nur 2 Schaden. Okay, und ich glaube, dann ist das hier auch... Oder können wir noch Lebenspunkte wiederherstellen? Nee, keine Lebenspunkte wiederherstellen. Machen wir den einfach tot und gehen in die nächste Runde. Ja. Oh, ein blauer Ritual durch. Na, nehmen wir den mit. Und den nehmen wir auch mit. Und wisst ihr was? Ich glaube, ihr habt einen ganz guten Überblick gekriegt über Fate Hunters, oder? Ich wollte nämlich nur mal ganz kurz reinschauen. Und ihr habt selber gemerkt, ich habe erst einmal kurz reingeguckt, habe eine Runde gespielt, habe es noch nicht 100% begriffen, habe noch einige Fragen offen zu diesem Spiel. Aber ich werde es jetzt auch nicht groß jeden Abend privat zu Hause Tag ein, Tag ausspielen. Es ist ein ganz nettes Ding und ich dachte, es hat ein bisschen Aufmerksamkeit verdient. Vielleicht sind ja Leute von euch da draußen, die das mega gut finden. In letzter Zeit habe ich nämlich das Gefühl, dass sehr, sehr viele verschiedene Kartenspiele umgesetzt werden für einen Computer und so weiter. Und die Dinger sind immer ganz lustig. Und ich fand das ganz interessant, das hatte ein, zwei Twists, dass du immer wieder gegen diese neuen Wellen kämpfst und nicht gegen eine Kreatur, gegen einen Gegner, meine ich. Also das macht schon das eine oder andere anders. Es vermittelt sich nicht unbedingt gut. Viele Dinge, die denn da als Beschreibung stehen, sind häufig zweideutig, sodass man sich fragt, wie ist das jetzt gemeint? Aber ich glaube, je mehr man spielt, umso besser kommt man natürlich rein. Und ihr habt am Anfang gesehen, vielleicht können wir das nochmal hier, wenn wir in die Bibliothek gehen, seht ihr, das ist das Deck vom Inquisitor. Wir haben aber noch den Arkanisten und dann kommt komplett neue Karten. Ja, und die sehen schon vom Arkanisten, auch von der Optik schon, ganz anders aus. Ich finde, die sind eigentlich viel hübscher. Ich pick mal hier die Vorbereitung raus. Wähle 1, diesen Zug erhalten alle deine Fertigkeiten kritische Treffer. Die Schadenseffekte auf der nächsten Fertigkeitenkarte, die diese Runde gespielt wird, fügen 2 zusätzliche Schaden hinzu. Wenn ihr schlechte Augen habt, muss ich übrigens von diesem Spiel abraten. Das ist sowas von klein und es wird ja nicht mal groß, wenn ich draufklicke. Ne? Also das Spiel ist jetzt kein AAA-Supercard-Game, was Magic vom Thron stoßen wird. Ja, gut, das wissen wir. Aber es ist eine interessante Alternative. Es gibt es jetzt auf Steam und ich glaube, es kostet unter 20 Euro. Hier haben wir noch den Berserker, den Spion, hier haben wir verschiedene Waffen. Und dann seht ihr, in welche Richtung das geht. Und hier sind die Gegenstände. Teilweise ganz hübsche Karten dabei. Ich muss sagen, das Deck, was wir gerade gespielt haben, war überwiegend eher hässlich. Aber wenn ich das jetzt hier sehe, sieht das schon wieder ganz schick aus. Und die Tarotkarten, da sind sie auch noch mal. Ja, yep, das ist es. Das ist Fate Hunters auf Steam. Und ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns bestimmt bei nächster Gelegenheit. Ciao.